So. Schönen guten Morgen, zweiter Tag unserer Ruhr-Markt-Tour. Wir sind wieder am Bahnhof in Rade. Den Thorsten haben wir heute auch eingesammelt. Der fährt heute mit. Und sonst Manni und Dirk wieder am Start. Heute geht's Richtung Bocholt und am Ende bis Borken. Ja, Wetter hält sich. Wir sind gespannt, ob so bleibt. Wie stimmt das demokratisch? Wer ist für Pause? Ich, hier. Du hast 5 Kinder, aber nicht 5 Stimmen. Die Sonne ist da, gibt's doch gar nicht. Kaum haben wir den Thorsten dabei, kommt die Sonne raus. Setz sie doch. Thank you.
20? Nein. Ne, wir müssen noch runter. Dann müssen wir noch weiter. So, wir haben jetzt rund 18 Kilometer. Wir sind jetzt am Schloss Rasfeld angekommen. Ja, und erstaunlicherweise oder erfreulicherweise ist die Sonne rausgekommen. Der Himmel wird blau. Da müssen wir ja hin, das Dorf heute. Zweiter Halt an der zweiten Hütte, fast besser, ne? Die zweite Hütte ist aber richtig zumindest, ne? Haltestelle war gleich mal mehr. Ja. So, ich habe mich schon mal ausgebreitet, alles zum Trocknen aufgehangen. Aber diesmal nur vom Schwitzen, weil der Thorsten ja gerade ist wie irre. Fahrrad gefahren, nicht mal aus. Mal für 10 Minuten. Pizzeria, hier alles mit.
Ja. Ist ja jetzt von oben, guck mal. Kannst du mal da hochklettern? Aber wir können gleich, wenn wir losfahren, einmal so eine komplett gestellte Aufnahme machen. Ja, Hälfte haben wir geschafft. Mittagspause. Erstmal alles reinhauen, was noch zu essen da ist. Na? Endlich mal eine Pause. Ja. Ich habe das Gefühl, alle blicken auf mich herab. So, Pause beendet. Wir sind wieder on Tour. Wir haben jetzt noch 46 Kilometer. Ja, Wetter wird aber immer besser. Es ist zwar immer noch super windig, aber ja, die Sonne ist immer öfter da. Nachher nur den blauen Himmel. Wir fahren mal auf den Pumpkasten. Aber ich konnte auch nicht mehr. Schick, ne?
wir haben jetzt 77 Kilometer, sind hier so 15 Kilometer vor Borken. Ja, letztes Stück. Wir machen noch einmal Pause. Wir haben noch so rund 2 Stunden, bis unser Zug fährt. Da ist noch eine kleine Pause drin. Die anderen warten da vorne kurz. Ich wollte einmal schauen, hier vorne ist so ein Beobachtungsstand. Mal schauen, ob man sehen kann. Pause ist beendet. Wir haben jetzt noch 9 Kilometer und ja, dann sind wir am Bahnhof. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind in Dorsten, gar nicht, wir sind in Borken am Bahnhof angekommen, waren 93 Kilometer. Alle relativ fit. Naja. Zum, ja. Genau, zumindest am Leben. Ja, morgen geht es weiter. Wir von Borken zurück nach Datteln. Ähnliche Entfernung wie heute. Hoffen wir, das Wetter morgen ähnlich gut mitspielt wie heute. Bis morgen.